Um das Ganze abzurunden, sage ich hier noch ein paar Sätze zum Thema Kapitalgesellschaften. Zieht man hier nämlich den Industriekontenrahmen zu Rate, dann sieht man unter der Überschrift bei Kapitalgesellschaften nur ein einziges Konto und das hat die Nummer 3000 und heißt gezeichnetes Kapital. Und Privatkonten sucht man vergebens. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Bei den ganzen Kapitalgesellschaften gibt es nichts Privates. Und aus diesem Grund habe ich persönlich auch noch keine Aufgaben gesehen in Einführungsvorlesen oder Einführungskursen zum Thema Buchführung. Aber weil es im Industriekontenrahmen steht und öfters mal Fragen kommen, behandle ich hier dieses Thema. Buchen tue ich nicht dazu. Also wir merken uns, es gibt keine Privatkonten bei Kapitalgesellschaften, nur das Konto gezeichnetes Kapital und das entspricht in etwa den Einlagen bei Personengesellschaften. Das ist dieses Kapital, das satzungsgemäß eingezahlt werden muss. Und da steht hier drunter noch in Klammer Grundkapital. So heißt das gezeichnete Kapital bei der Aktiengesellschaft und Stammkapital heißt es bei der GmbH. Und das hat seine Ursache im GmbH-Gesetz. Da wird das gezeichnete Kapital als Stammkapital bezeichnet. Somit bin ich mit meinen Ausführungen zum Thema Privatkonten bzw. Eigenkapital am Ende. In den weiteren Kursen werde ich wieder von einem Ein-Personen-Unternehmen ausgehen. Ich hoffe dennoch, dass diejenigen, die ein bisschen mehr brauchen als das, die letzten fünf Filme geholfen haben.